Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde First Fuel hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben jetzt die Beine bekommen, die wir brauchten für unsere Küche. Die werden wir da jetzt mal reinhämmern. Was haben wir denn da jetzt für ein komisches rosa Symbol bei uns? Das weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Ist egal, aber wir haben's. So, die Küche ist fertig. Ah, das ist sowas, so ein Debuff wegen Dunkelheit, nehme ich mal an. Und damit haben wir jetzt das fertig. Get Reward. So, Research Any Science. Ja, das wäre ein Root Food. Kill a Cow and a Sheep. Make a Stew or Porridge. Tools. Build a Workbench. Ja, das ist jetzt auch das nächste, was wir wirklich brauchen. Denn hier oben steht nur No Suitable Tool. Die Jungs, die haben kein Werkzeug, was sie momentan benutzen können. Und das ist schlecht. Hier müssen wir hier mal ran. Und mal ein bisschen was ranklotzen. So. Nicht die nötigen Ressourcen dazu da. Moment. Da können wir Abhilfe schaffen. Achso, den Quatsch, den können wir erstmal hier in die Kiste schmeißen. Was wir da jetzt gerade geschenkt gekriegt haben, ne? So, und Porridge können wir da draus natürlich machen. Kriegen wir alles hin. Also, mit Kochen muss ich demnächst dann anfangen. So, Steine brauche ich da oben nicht, ne? Ne, ich brauche bloß Blocks. So. Dann können wir nämlich jetzt hier, die nehmen wir auch noch gleich mit. Dann machen wir mal die Kiste hier fertig. 3, 4, 5. So. Und dann machen wir hier mal in der Küche, sagen wir mal. Hier machen wir mal ein paar davon und gut. Was haben wir dazu? Raw Meat brauchen wir dazu. Okay, ja gut, macht das mal nichts. Und du bist jetzt mal mein... Wie, Farmer geht schon? Okay. Du bist aber erstmal mein... Der hier. Und jetzt haben wir noch einen dazugekriegt. Den wollte ich gar nicht haben. Ah. Den brauche ich jetzt auch noch einen neuen Job. Der eine ist jetzt nämlich derjenige, welche, der uns nämlich hier sogar schon davon ein paar craftet. Und das mit höherer Priorität, weil die brauchen wir nämlich gleich. Naja, wir werden das mal selber craften. Der macht jetzt mal Essen dort, das ist schon mal gut. Crafte mal ein paar. Und 20 Stück, also muss es viermal durchlaufen. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Dann können wir hier in der Workbench ein bisschen hämmern noch wieder. Oh, da sind wir schon wieder außer Atem. Das ist wirklich was, was hier immer ganz schnell passiert. Und wir können eine Forschung investieren. Und ja, da könnte man eigentlich schon mal in die Richtung gehen, damit wir wohnen wollen. Oder machen wir da? Stone Processing. Wir machen erstmal das. Würde ich sagen, dann haben wir noch eine Quest complete. Und zwar die Science Quest. One Point of Intelligence haben wir gekriegt. So, Happiness, okay. Und Ordinary Query müssen wir mal bauen. Das kriegen wir dann schon hin mit der nächsten Forschung. Dann nicht mehr das Schlimme. So ein Stew und ein Porridge. Das kriegen wir dann auch noch hin. Achso, ich bin wieder fit. So. Wenn wir das hier erstmal haben, dann machen wir erstmal zwei Äxte wieder. Damit dann unsere Leute erstmal wieder richtig loslaufen können mit dem richtigen Werkzeug. So. Wie viel haben wir denn noch im Inventar von den Stöckern? Achso, lieber Inventar, nicht U. Gut, dann müssen wir erstmal noch wieder ein paar Stöcker machen. Craft. Und uns ein paar Steine holen und dann können wir erstmal wieder eine Axt machen, damit der Woodcutter wieder loslaufen kann. Damit er uns hier nicht immer dauernd vorwickelt. Oh, ich hab kein Mäck, ich hab kein Mäckzeug. Das wäre nämlich nicht nett. Und dann ist nicht schön. Weiß immer noch nicht, warum man 8 Stöcker braucht für eine Axt, aber es ist leider so. So, dann haben wir weggelaufen. Dann brauchen wir jetzt nämlich hier Steine. Ah, mehr Steine haben wir nicht. Muss ich mal zu dem dann Cory hinlaufen. Mal fragen, ob er mir ein paar Steine geben kann. So, Axt, Crafter. Ah ja, kriegen wir eh zwei hin. Im Stein. Das ist schon mal gut. So, der läuft denn hier rum und macht denn hier noch ein bisschen Zeugs. Das ist schon mal auch schön. Und dann müssen wir uns dann bloß um das Stu kümmern und, naja. Und um Wolle, wir brauchen mindestens noch einen Schlafsack, damit wir hier die Leute mal am Schlafen lassen. Damit sie nicht gestapelt schlafen. Oder dann nachher noch einer sagt, oh, ich kann nicht schlafen. Kann ja auch passieren.
Oh ja, das mit dem Craften. Ach, guck mal, hier kann man jetzt die... Aha. Better Quality kann man auch einstellen. Kostet es dann mehr? Interessant. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Better Quality kostet nicht mehr, dauert wahrscheinlich nur länger. Okay. Das können wir ja dann mit den Schwertern machen. So. Dann haben wir hier eine Axt und noch eine Axt. So, dann nehmen wir hier mal die Steine raus. Haben wir denn schon die Möglichkeit, Fässer zu bauen? Ich glaube noch nicht, ne? Dekor. Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, schon mal Wooden Floor zu bauen, damit wir dann einzelne Häuschen machen können. Alles klar, die haben wir noch nicht. Na gut, das ist dann halt so ein Ordinary Cravy, so ein Bond. Ach, da müssen wir das noch forschen, ne? Da muss erstmal. Ja, gut, okay. Das ist nicht wieder schlimm. So, was bist du hier für einer? Du stehst hier so rum, du weißt gar nicht, was du machen sollst, ne? Und zwar wirst du. Komm, du bist auch erstmal Woodcutter. Mach erstmal das. Wir brauchen. Momentan brauchen wir alles so viel wie. Also, wir brauchen richtig viel Holz. Richtig viel Holz. Da ist nichts mehr drin in der Kiste. Hier haben wir schon mal das fertige Essen drin. Und er craftet da gerade. Na toll. Gut, der macht da gerade was. Dann können wir uns ja erstmal was zum Porridge holen. Porridge, Porridge, Porridge. So. Wir hätten uns einmal Fleisch hätten wir uns aufsparen sollen, damit wir denn die Dings fertig kriegen. Zwei Boiled Pumpkin, ein hohes Fleisch. So, also hier machen wir erstmal Porridge. Zack, the quest is complete. Hat den. Ach, hast du Ohr Porridge? Alles klar. 15 Points of Sunset Basic Cooking. Das ist gut. Das ist gut. So, Farm, dann müssen wir dann erstmal Plant a Farm. Tame two animals. Gut. Das sollte ja dann schon mal funktionieren. So. Ah ja, hier, Shepard. Wie funktioniert denn der Shepard? However, only characters tame animals do is you need to place a rope in the inventory, select the target animal, E button and click tame button. Follow. Ah. Alles klar, dann müssen wir erstmal so weit kommen, dass wir. Oh, okay. Close. Continuing. Alles klar, dann müssen wir also erstmal uns so weit kommen, dass wir dann einen Rope machen können. Und dann können wir das andere auch herstellen. Achso, da muss ich erstmal die Dings holen hier. Wenn ich die hier mal abernte. So, jetzt haben wir. Wie viel Stews haben wir denn jetzt so? Zwei Stews und einmal Getreide. Alles klar. So. Und du, warum stehst du schon wieder hier? Du hast nicht genügend Ressourcen. Na, das ist natürlich sehr schade für dich. Gibt es denn hier irgendwo Stiele? Es gibt Stiele und der mit den Steinen kommt gerade angelaufen da hinten. Oh. Dann kann ich das erstmal rauspacken, das rauspacken, das rauspacken, das mitnehmen. Dann mache ich nämlich noch erstmal zwei Äxte. Da brauche ich nochmal Stöcker zu. So. Und den Porridge, den esse ich jetzt, oder? Oh, hauen wir uns einfach mal hinter der Binde. Gut, dann machen wir nochmal zwei Äxte. Nee, Better Quality. Crafte mal. Oh, das dauert aber wirklich wesentlich länger. Na gut, lassen wir mal durchlaufen. Wird aber wahrscheinlich wieder absolut unfit am Ende sein. Aber er macht mir hier nochmal ein paar Stöcker. Und. Achso, er macht jetzt die Planken hier. Alles klar. Wenn er damit fertig ist, dann wird er erstmal zum Jäger. Dann gucken wir mal, hoffen wir mal, dass er nochmal irgendwo ein Schaf jagt. Weil die beiden Woodcutter, die brauchen wir gleich noch. Also ich will jetzt auch gleich so schnell wie möglich anfangen, auch schon mal Häuschen zu bauen. Und die Dinger dann in Häuser stellen und dann mit den nötigen Kisten quasi so versorgen, dass wir dann schon mal ein bisschen geordnetes System vielleicht haben. Ja, dann müssen wir dann das System wirklich so machen, dass wir alles überall verbieten und wirklich immer nur zulassen, wo was reinladen kann. Damit die auch wirklich dahin laufen, wo sie es reinladen sollen. So. Dauert ja aber echt ewig, ne? Okay, also Better Quality ist wirklich hart. Gut, da haben wir einmal Better Quality gemacht. Guck mal selber mal, was haben wir denn noch von der Quality hergestellt? Durability 230, Quality Common. Das ist doch eigentlich auch nicht doll better. Attack Speed. Naja. Okay. Wir haben sie erstmal hergestellt. Das ist schon mal viel wert.
So, sortieren wir das da auch neu. Upp, das alles gerade aufgestanden. Aber ich glaube, das ist noch keine Option für uns. Wir müssen erstmal schnellstmöglich bestimmte Sachen craften. Damit wir da hinterherkommen hinter den ganzen Zeugs, was wir brauchen. So, er hat schon wieder Wood, das ist gut. Wie sind sie denn jetzt überhaupt gerade aufgeteilt in der Leutchen hier? Woodcutter, Woodcutter und Miner. Okay, der Miner, der hat gerade kein Werkzeug. Aber gut, dass ich ihm gerade Werkzeug mache. Miner 49, wo bist du denn? Miner? Darf ich mal ganz kurz mit dir ein Exchange statuieren hier? So? Nee, so. Und so weiter, komm hier. So, gebe ich ihm das mal einfach in die Hand. Mal gucken, ob es auch benutzt. Wir nehmen das erstmal mit, die Steine, und dann können wir erstmal noch ein Berg. Oh ja, Holz haben wir auch schon genug. Dann können wir bald ein Bilder machen. Dann machen wir noch so einen hier. Was ist jetzt los? Not enough resources oder? Craft. Dann ist das nämlich auch schon mal gesichert. So, dann geht uns das Holz jetzt wieder aus. Na gut, deswegen ging mir gerade herum, dass er nicht genug Resources hat. Dann werden wir ihm jetzt erstmal einen Hunter machen. The Quest ist complete. Welche Quest haben wir jetzt completed? Tools. Produce Finny of any tool. Get reward. Sehr gut. Happiness Wall Street, 5 Rope. Ordinary Query und hier brauchen wir Plant Farm. Ja, okay. Müssen wir noch ein bisschen was forschen zu. So. So, nochmal Werkzeuge gemacht. Welche habe ich gemacht? Bei Pickaxe haben wir. Ja, kriegen wir auch Common Raws, wenn wir normal machen, ne? Also passt schon. Und okay, so. Zwei Pickaxe haben wir. Wir haben aber immer noch keine. Ich die Pickups da wieder ein. Was bist du denn jetzt hier da? Wo ist denn der Miner? Hallo? Warum legst du denn die Pickaxe weg? Wie doof ist das denn? Ich gebe ihm eine Pickaxe in die Hand. Ich habe zwei Pickaxe da drinne und er geht mit der Keule da weitermachen. Warte mal. Du bist gerade mal kein Miner, du bist mal gerade Farmer. Und du wirst jetzt wieder Miner. So, dann gehst du jetzt da ran. Legst erstmal was ab. Gehst dahin, legst das ab. Nimmst das richtige Werkzeug. Dankeschön. Meine Herren, das ist aber kompliziert mit euch. So, wir wollten hier noch zwei Äxte produzieren. Wir müssen gleich schon wieder schlafen. Ich bin schon wieder müde wie Sau. Mann, Mann, Mann. Aber die erste Nacht haben wir schon mal überstanden. Irgendwann wird jetzt hier auch der erste Gegner bei uns ankommen. Dexterity increased. Das weiß ich immer noch nicht, was es ist, aber naja, gut. Vielleicht ist das irgendwas bei mir, was meine Punkte angeht, dass da irgendwas Schönes bei rauskommt. So, wir brauchen nochmal wieder Stöcker. Das heißt, hier müssen wir mal wieder Stöcker in Produktion geben. Dann machen wir 65 nochmal. Warte mal, kann ich denn hier irgendwie. Ich hätte gerne 40. So. Planks haben wir noch 30, gut. Machen wir dann noch eine Axt. So. Zwei. Eine. Und. Dann sollten wir erstmal genügend Werkzeug haben, dass wir über den nächsten Tag kommen. Und wir können uns dann darum kümmern, dass wir noch ein bisschen was ausbauen. Nämlich nochmal Werkbänke oder sowas herstellen, wo wir ein bisschen was dran bauen können. So. Der müllt uns hier wirklich alles voll, aber wir kriegen ja bloß wieder Leder, Leder, Leder und ein bisschen Fleisch. Gut, Moment, den Jäger, den müssen wir jetzt hier ganz kurz mal von seinem Job entbinden. Der hat erstmal genügend geholt. Der wird jetzt wieder das. So, dann können wir nämlich hier sagen. Das ist noch 46 Mal, da kann das Fleisch erstmal noch verbraten. Und hier hat er auch Jobs. Gut. Wie viel Wut haben wir? 25, das ist jetzt nicht allzu viel, aber immerhin. Gut, Bild. Was haben wir denn noch auf der Produktionsschiene? Workbench für Light Armor. Joiner, Table for Weapons. Ja, den Waffentisch, den können wir auch gleich noch bauen hier. Dann mal dahin. Und holen uns das Material. Hier raus. 12, ja, schade. Reicht nicht ganz. So. 20 Bretter haben wir auch.
Jetzt haben wir noch einen Lock. Habe ich noch irgendwo Locks hier drin in einer Kiste? Wenn wir schnell noch ein paar Locks haben, danke. Wir müssen ja nur... Ach, vielleicht hätte der eine Lock sogar ausgereicht, okay. So. Klar. Gehen wir mal hier hin. Und hauen hier mal... Hallo? Hauen hier mal drauf. Aber da wir total übermüdet sind, werden wir es nicht wieder fertiggestellt kriegen. Und sind jetzt nämlich out of Stamina und müssen uns leider ins Bett legen. Aber wir haben das Material schon mal, wir haben die Leute wieder am Arbeiten. Ein Bettchen ist auch frei, da beschwert sich auch momentan keiner, dass er nicht schlafen kann. An sich schon mal ganz gut. So, wenn der hier dann diesen Holzjob noch fertig hat, dann denke ich mir mal, dass wir dann auch schon wieder eine Forschung haben können. Dann können wir dann diese Steinproduktion eintreten. Und ich glaube, danach müssen wir dann auch bald eine Forschung kriegen, was Nahrung angeht. Ich hoffe, dass der dann irgendwann soweit ist, dass wir da noch erweitert das Kochen machen können. Und ich würde ja ganz gerne eigentlich schon ziemlich früh... Nee, dann müssen wir erstmal da noch zu den... Ach, wir müssen erst das Rope machen, ne? Aber eine Farm wäre auch gut, wenn wir da schon Getreidefarm machen können. Und Farmer anstellen können. Müssen wir gucken, wie sich das mit der Forschung... Also ein Rope brauchen wir ja, damit wir Leute zähmen können. Wenn wir erstmal... Na gut, wenn wir selber Getreide anpflanzen, können wir erstmal durch Farming rankommen und könnten dann... Wie das ganze Getreide natürlich die Leute hier ernähren. Oh, der Woodcutter ist jetzt wirklich nowhere to sleep. Stand das erste Mal da. Alles klar. Gut, aber während wir schlafen, werde ich euch jetzt erzählen, dass wir leider am Ende der Folge sind. Falls es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und oder auch ein Abo. Und ja, das war eine Folge First Jule hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Tschüss.